Nachdem nun an der Anschlagkante sowohl vorne als auch hinten ein Eikordbündchen angestrickt wurde, werden als nächstes am Armausschnitt einmal lang des Armausschnittes Maschen herausgestrickt, damit dort danach dann die Träger und das Eikordbündchen angestrickt werden können. Damit das schön aussieht, werden auch aus den beiden Eikordmaschen, nämlich aus diesem V und aus diesem V, also jeweils aus den abgeketteten Eikordmaschen, auch jeweils eine Masche herausgestrickt. Hinten geht das dann so, man nimmt dazu, kann man gerne eine Häkelnadel nehmen, dann geht das etwas besser. Mit der Stricknadel ist das ein bisschen schwierig. So sieht es aus, wenn man durch diese hintere Masche geht, einmal durch das hintere V, durch beide Maschenbeine die Häkelnadel durchführen, dann nimmt man sich wieder seinen Faden, macht eine Schlaufe und zieht die Schlaufe einmal durch die beiden Maschenbeine durch und hat dann die allererste Masche herausgestrickt. Da muss man ein bisschen an der Masche festhalten und den Faden durchziehen. Darum hilft es, die Häkelnadel dafür zu nehmen. Und jetzt kommt die zweite I-Quad-Masche. Das ist vorne dieses V. Und dann geht man einmal da durch. Muss man ein bisschen durchdrücken. Nimmt wieder den Faden. Macht wieder eine Schlaufe. Den richtigen Faden nehmen. Nicht den falschen Faden, sondern den richtigen Faden. Macht wieder eine Schlaufe. Und hat dann die zweite Masche herausgestrickt. Das dran ziehen an der Masche. Genau, jetzt haben wir die ersten zwei aufgenommenen Maschen und die kann man jetzt auf eine Stricknadel, von der Häkelnadel auf die Stricknadel heben, damit man dann mit der Stricknadel weiterarbeitet. Und dann werden in jede, am Armausschnitt, anders als an der oberen Kante, wird in jede Masche wird aus jeder Masche eine Masche herausgestrickt. Sowohl in die etwas größer erscheinenden Maschen als auch in die ganz etwas schmaler erscheinenden Maschen. Das liegt daran, dass wir da Zunahmen in jeder zweiten Reihe gearbeitet haben und darum haben die da eine leicht andere Größe. Und da muss man wirklich schauen, dass man da wirklich in jede Masche reingeht. Und immer durch die beiden Maschenbeine hindurchführt die Nadel und den Faden dann wieder durchholt, durchführt, eine Schlaufe macht. Dann hat man wieder eine Masche herausgestrickt. Genau, so sieht das aus. Und immer so weiter, bis man um den ganzen Armausschnitt herumgestrickt hat. Und an der anderen Seite geht es dann wie folgt weiter. Jetzt gehe ich einmal hier durch dieses letzte V durch. Meine Häkelnadel kommt auf der anderen Seite hervor. Ich suche mir meinen Arbeitsfaden. Hol mir den durch. Etwas fest. So, jetzt ist das einmal da durch. Und jetzt nochmal durch dieses Paar auch nochmal durch. Jetzt kommen diese beiden Maschen hier rüber auf diese Nadel. Jetzt nehme ich mir hier noch
auf, dass ihr auch, dass wir auch drüber. So, und jetzt habe ich Maschen aus meinem Eikordrand und Maschen aus dem gesamten Unterarmrand meiner Arbeit aufgenommen. Und jetzt werden die gesamten Maschen auf die andere Seite der Nadel geschoben. So. Und hier nehme ich meinen zuvor gearbeiteten I-Cord, der an meinem Knäuel auch noch hängt. Hier ist mein I-Cord und hier ist mein Rand. Und jetzt lege ich diesen I-Cord-Träger in drei Maschen. Die lege ich jetzt zu. Auf meine Nadel rüber. Meine Rundstricknadel und habe dann meine drei I-Cord-Maschen direkt hier dran. Jetzt nehme ich mir meinen Arbeitsfaden, der mit dem Knäuel verbunden ist, und stricke diesen I-Cord-Träger jetzt an die Arbeit heran und der wird dann zum I-Cord-Bündchen. Jetzt stricke ich eine Masche rechts. Der Faden liegt immer noch dahinter, es ist immer noch wie ein I-Cord. Eine Masche rechts. So. Und jetzt wird es aber reduziert. Jetzt komme ich von drei I-Cord-Maschen auf zwei I-Cord-Maschen. Und dafür stricke ich die nächsten drei Maschen rechts verschränkt zusammen. Eins, zwei und drei. Und jetzt stricke ich diese drei Maschen rechts verschränkt zusammen. Jetzt lege ich die wieder rüber auf die linke Nadel. Es sind jetzt nur noch zwei I-Cord-Maschen. Jetzt kann ich hier hinten nochmal meine Fäden ein bisschen festziehen, damit das eng anliegt. So, und jetzt beginne ich den I-Cord-Rand zu arbeiten. Jetzt stricke ich eine Masche rechts und zwei Maschen rechts verschränkt zusammen. Eine Masche rechts. Und jetzt die nächste nicht herunterfallen lassen und jetzt zwei rechts verschränkt zusammen. Und jetzt lege ich sie wieder rüber und wiederhole das Ganze, bis ich noch drei Maschen auf der Nadel habe, damit ich dann wieder den nächsten Träger weiter stricken kann. Eine Masche rechts, zwei Maschen rechts verschränkt, zusammen, wieder zurück und immer so weiter. Und hier sieht man schon, wie schön der Träger an dem Rand entlang jetzt angestrickt ist. Rechts, zwei rechts verschränkt zusammen, so, immer so weiter, so, und dann immer so weiter, bis noch drei Maschen auf der Nadel sind.